Top 10 heute mit 10 unglaublichen Fakten über den Ersten Weltkrieg. 100 Jahre sind seitdem vergangen, doch die Auswirkungen spüren wir noch heute. Nummer 10. Würde man alle Gräben aneinanderreihen, die im Ersten Weltkrieg ausgehoben wurden, wäre das Ergebnis eine über 40.000 Kilometer lange Schneise. Dieser enorme Schützengraben wäre lang genug, um einmal komplett um die Erdkugel zu reichen. Nummer 9. Der Erste Weltkrieg, auch Großer Krieg genannt, war der erste militärische Konflikt, in dem Panzer, Flugzeuge und U-Boote eine wichtige Rolle spielten. Nummer 8. Deutschland wurde nach dem Krieg gezwungen, Reparationen zu zahlen. Das sind finanzielle Entschädigungen. Deutschland zahlte fast 50 Milliarden Euro in Gold. Die letzte Rate wurde erst 2010 bezahlt. Ein wirklich unglaublich langer Zeitraum. Nummer 7. Am Weihnachtstag 1914 kam es spontan zu einem Waffenstillstand an der westlichen Front. Traurigerweise wurden weitere Versuche einer solchen festtäglichen Feuerpause von Offizieren unterbunden. Nummer 6. Ganze 40 Millionen Pferde, Hunde, Brieftauben und andere Tiere starben im Gefecht, während sie ihren Dienst für die verschiedenen Armeen verrichteten. Nummer 5. Während des Krieges 1916 gewann der amerikanische Präsident Woodrow Wilson seine Wiederwahl mit dem Slogan "He kept us out of war", also er hat uns aus dem Krieg rausgehalten. Trotzdem führte er die USA 1917 in den Krieg gegen Deutschland. So viel zu Wahlversprechen. Nummer 4. Einige Soldaten machten sich improvisierte Gasmasken aus uringetränkten Tüchern. Diese hielten sie sich vors Gesicht, damit das Ammoniak im Urin die giftigen Chlorgase neutralisiert. Not macht erfinderisch. Nummer 3. Die Gesamtkosten des Ersten Weltkriegs werden auf ca. 135 Milliarden Euro geschätzt. Wenn man die Inflation mit einkalkuliert, wäre das heute die stolze Summe von rund 1,5 Billionen Euro. Nummer 2. 21 Millionen Soldaten wurden während des Konflikts verwundet und über 9 Millionen Männer sind gefallen. In der Bevölkerung starben tragischerweise sogar 10 Millionen Zivilisten. Grausam sind Kriege für jeden Einzelnen. Und Fakt Nummer 1. Der Vertrag zum Waffenstillstand wurde am 11. November 1918 um 5 Uhr morgens unterzeichnet. Doch tatsächlich trat er erst 6 Stunden später ein. Fast 11.000 überflüssige Todesopfer gab es in dieser kurzen Zeitspanne. Genauso viele wie am D-Day im Zweiten Weltkrieg. Willst du alles über den Ersten Weltkrieg wissen? Hier auf diesem neuen Kanal verfolgst du den Krieg Woche für Woche, exakt 100 Jahre später. Unbedingt ansehen und abonnieren.